Steinböcke und Steinbock-Aszendenten. Ich begrüße euch. Ich freue mich, ja, dass ihr wieder dabei seid. Ich möchte jetzt mal für euch gucken, was im Februar los ist. Dafür habe ich wieder einige Kartendecks zur Legung ausgewählt. Diesmal eine Mischung aus Le Mans und Tarot, aber nicht mit den 80 Orakelkarten, sondern ich habe mal wirklich Tarotkarten als zusätzliche Klärungskarte Le Normand und die Secret Cards natürlich wieder dabei. Ich möchte euch nochmal darauf aufmerksam machen, dass alle weiteren Informationen auch zu meiner Webseite, wenn ihr Einzellegungen haben wollt, spezielle Fragen habt und so weiter, könnt ihr euch natürlich gerne an mich wenden. Findet ihr unten in der Infobox. Alle Neuen unter euch begrüße ich natürlich ganz, ganz herzlich. Da freue ich mich immer wahnsinnig drüber. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, das kleine Glöckchen zu drücken, damit ihr auch immer informiert werdet, wenn ich neue Videos hochlade. Ich versuche auch immer zwischendurch mal ein Video zu machen, aber die Monatslegungen kommen auf jeden Fall immer mit. Und für die Neuen sage ich immer, die es jetzt noch nicht wissen, ich lasse jetzt dieses Jahr auch aktuell die astrologischen Tendenzen pro Monat mit einfließen. Ja, und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und gucken mal, was bei euch los ist. Und dann legen wir mal los mit dem Seelenorakel. Da sind für euch zwei gefallen. Und zwar haben wir hier einmal den Mond und auch die Zähmung des Windes. Ich habe erst gedacht, weil das habe ich eben beim Schützen schon mal gehabt, habe ich gedacht, nee, nicht schon wieder. Aber beim Durchmischen fiel die noch zweimal und dann denke ich, naja gut, dann muss es sein. Und dann war aber auch der Mond nochmal zusätzlich dazu gefallen. Also, wir fangen mal mit dem Zähmung des Windes an. Ich hoffe, ihr könnt hier schön das Bild klar sehen hier. Sehr schön gemalt. Also, auch für euch ist es jetzt an der Zeit, eure Energien zu reinigen, präsent zu sein und dir über deine Kommunikationsmuster, die du so hast, sag ich mal, bewusst zu werden. Wichtig vielleicht auch noch dazu zu sagen, schreibt euch das einfach mal auf, was euch selber auffällt, sag ich mal, wenn ihr euch so betrachtet. Eure Situation, die Menschen um euch herum, eure Träume und Wünsche, die ihr noch habt. Oder ihr sucht euch einen speziellen Ort, wo ihr euch zurückziehen könnt, nur für euch selber. Das heißt, wie so einen heiligen Platz oder einen heiligen Raum, den ihr euch machen könnt, wo ihr euch hin zurückziehen könnt, wo ihr diese Sachen aufschreiben könnt. Ihr könnt auch ruhig ein bisschen räuchern dabei, ist also überhaupt gar kein Problem. Vergesst bitte nicht dabei, dem Universum, also dem großen Geist, sag ich jetzt mal, nennt es wie ihr wollt, voller Respekt praktisch die Ehre zu erweisen, sobald sich diese Karte bei dir zeigt. Und das tut sie ja jetzt, ne? Die Federn, die ihr vielleicht hier auf dem Kopf, sag ich mal, sehen könnt, wurden natürlich früher immer bei Zeremonien auch verwendet, um bei Räucherzeremonien jetzt zum Beispiel mit der Feder den Rauch im Raum oder da, wo man sich befindet, auch eben zu verteilen. Hat sehr viel mit dem spirituellen Sein auch zu tun. Bewusstmachung von ja, Anerkennung eben auch der höheren Ebenen, dem Universum, dankbar dafür zu sein, Missverständnisse auszuräumen, mach nach jedem Streit oder irgendetwas eben auch reinen Tisch, ne, damit du das nicht weiter karmisch mit dir rumschleppst. Es ist jetzt eben auch Zeit, gut zuzuhören, wer sagt was zu dir, wie wird es dir gesagt, wie reagierst du selber darauf. Gut, mehr brauche ich da, glaube ich, nicht zu sagen. Ne? Ich stehe nämlich jetzt momentan hinter der Kamera, deswegen, ne, sitzen tut man die ganze Woche genug. Dann kommen wir mal jetzt hier zum Mond. Ich muss mal gucken, dass ich das, ich glaube, so kann ich auch die Bilder für euch am besten einfallen. Ja, der Mond, sag ich mal, bringt natürlich verbringt natürlich genauso viel Zeit, sag ich mal, im Dunkeln wie eben auch im Licht. Nur im Licht können wir ihn natürlich nicht sehen. Oder sagen wir mal selten. Ne? Erinnere dich jetzt auch daran, praktisch ein Gleichgewicht wiederherzustellen. Konzentrierst du dich vielleicht allzu sehr auf deine Leistungen oder auch auf die äußeren Erfolge, die du vielleicht, ja, im gesellschaftlichen Leben gemacht hast oder eben auch tust.
oder hast du dich vor der Außenwelt versteckt? Dann heißt es eben hier auch, meditiere, ne? Also so wie bei der Zähmung des Windes auch, gehe in dich, ja, denk über die Sachen nach, was willst du noch erreichen, hör auf deine Intuition, auf dein Gefühl, ne? Der Mond hat auch immer sehr viel mit Gefühlen zu tun, Zeit eben auch für dich zu finden, Zeit eben auch für Gefühle, sowie eben aber auch grundlegende Bedürfnisse als Mensch oder eben auch als spirituelles Wesen, ne? Je nachdem, wie weit das bei dir ausgeprägt ist. Sehr schön. So, dann wollen wir mal gucken. Bei den Weisheitskarten der Seele ist eine gefallen. Na, guck mal, schon wieder der Mondenschein, ne? Wieder Gefühle. Und so weiter und so fort. Der Mondschein lockt dich. Ja. Also mit deiner Intuition, die du praktisch hast, bist du genau richtig. Höre auf deine Intuition. Die spricht auch deine Logik eben an. Analysiere das, deine Gefühle. Ne? Folge ihr vor allen Dingen. Widerstehe praktisch diesen Versuchungen oder den Impulsen, die da womöglich hinkommen, deine Intuition oder deine Gefühle in Zweifel zu ziehen. Ne? Also du sollst schon dazu stehen und sie aber auch beachten. Ne? Du siehst unter die Oberfläche der Dinge, egal was da jetzt kommt. Also es scheint aber hier viel um Gefühle zu gehen, auch um deine eigenen Gefühle. Um auch Aufschlüsse zu bekommen, eine Klarheit zu bekommen, ne? Drücke ich jetzt mal so aus, ne? Vielleicht nimmst du das als Vorahnung wahr oder als Kribbeln oder dir kommt auf einmal irgendetwas, ja, vielleicht auch eine Begegnung mit einem Tier oder mit einem Menschen, kann auch manchmal sein. Auf jeden Fall sendet dir diese Karte die Botschaft, der Erfolg ist dein, das heißt, du bist auf dem richtigen Weg, was das angeht, wenn du den Zeichen folgst. Sehr schön. So. Ich lege die mal einfach so daneben. Ne? Mond, also viel Gefühle, Intuition. Darauf hören, in euch gehen. Wunderbar. So, dann haben wir hier als Krafttier, habe ich gezogen, den Elch. Gucken, dass die Kamera das wieder schön einfängt hier. Oh, der Elch. Eine Situation entwickelt sich zum Besten. Deine Arbeit und deine Bemühungen lohnen sich. Sie werden von Erfolg gekrönt sein. Na, was habe ich gesagt? Also, hört auf eure Intuition. Egal in welcher Form sich das zeigt. Und von den Engeln ist gekommen der Engel des Selbstvertrauens. Du bist ein wertvoller, besonderer Mensch. Dein Engel hilft dir, das jeden Tag aufs Neue zu spüren. Lerne dich selbst zu schätzen und mache dir bewusst, welchen einzigartigen Fähigkeiten du besitzt. Dein Engel hat Vertrauen in dich, so habe du das auch. Genau, das Selbstvertrauen ein bisschen, das Selbstvertrauen ein bisschen stärken. Ich stelle die mal ein bisschen standsicherer her hin. So. Dann wollen wir mal gucken, welche allgemeinen Botschaften für den Monat Februar zeigen sich denn hier. Was haben wir denn hier? Aha, die Schlange, den Hund und das Glück. So, wollen wir uns die mal einzeln betrachten. Also, die weibliche, also die Schlange, sag ich mal, kann auf der einen Seite für eine weibliche Person stehen. Da wir jetzt aber ja eine allgemeine Legung machen, könnte es sein, dass sich vielleicht Komplikationen in irgendeiner Weise zeigen, dass man Umwege gehen muss, dass sich bestimmte Störfaktoren zeigen, dass man den Verstand einsetzen muss oder eben auch die Vernunft, Analyse zu betreiben. Das sagt aber der Mond hier auch. Vielleicht auch eben, was eure Gefühlswelt, eure Planung, Wünsche angeht, wo ihr auf eure Intuition hören sollt, euch dann eben von der Schlange da, ja, auch wenn Störfaktoren auftauchen, euch da nicht beirren zu lassen. Ja, eine Strategie, sag ich mal, sich zurechtzulegen. Ja,
Die Schlange steht natürlich aber auch eben für Gefahr oder dass da was auftauchen könnte, sodass ihr aber dann auch eben gewarnt seid oder man versucht an euch herum zu manipulieren oder ihr selber auch, kann natürlich auch sein. Es ist auch eine Karte der Vorsicht, aber auf der anderen Seite auch eine Karte der Weisheit. Das heißt, die Schlange steht ja auch im Gesundheitssystem, ne, für die Gesundheit. Für Medizin, also die richtige Lösung zu finden, Heilkunst, ne, alles was damit zu tun hat, Naturwissenschaften. Ja, wollen wir mal gucken, inwieweit sich das nachher bei der Legung da noch zeigt. Dann haben wir ja den Hund da liegen. Der Hund bedeutet oder liegt natürlich immer für, ja, für Freundschaft, für Treue, für Erwartungen, die man hat, ne, Hilfsbereitschaft, Unterstützung, ja, auch eine gewisse Regelmäßigkeit. Soziale Bindung, Freunde, die man eben auch hat, wo man sich auf die Freundschaft eben auch verlassen kann. Loyalität auf jeden Fall, Aufrichtigkeit, gewisse Routinen, die man so jeden Tag eben auch hat. Ja, wir wollen mal gucken. Und da unten haben wir den Klee und der Klee ist natürlich eine Glückskarte, ne? Der Klee bedeutet eben nicht nur Glück, sondern dass es auch schnell eintreten kann, also in Kürze, nichts Langfristiges, ne? Etwas Kleines. Ja, ist eine beruhigende Karte. Auf jeden Fall eine positive Karte. Spricht auch von der Gegenwart. Das sieht also alles hier gut aus. Das heißt auch, Glück zu haben in Vorhaben, die ihr habt treue Freundschaft oder es wird euch eben auch entgegengebracht. Wir wollen gleich mal gucken, auf welche, ja, Themen sich, welche Themen hier angesprochen werden kommen. Dann komme ich da nämlich nachher gleich nochmal drauf zurück. Ich lege mir die jetzt mal so hin, dass ich die nachher, hier sind sogar immer jeweils zwei gefallen, dass ich die dann nachher nicht noch wieder großartig hin und her rücken muss. Wir gucken mal, was sich hier zeigt. Da haben wir die 10 Münzen, als Zusatzkarte die Ruten und als Klärungskarte nochmal den Orgonit. So, die 10 Münzen. Ja, die 10 Münzen sprechen natürlich von Familiengründung, alles rund um die Familie, um Stabilität, Erfüllung, was das angeht, dass man es genießt und eben auch glücklich ist. Ja, also Erfolg auf jeden Fall etwas mit Sicherheit, weil wir haben die 10 Münzen auch in finanziellen Dingen. Dann haben wir hier die Ruten. Die Ruten, das sind so, ja, das kann mal Konflikt und Ärger bedeuten, aber auch, es betrifft auch das Denken, die Kommunikation allgemein, Gespräche vor allen Dingen sind vielleicht da wichtig. Oder man macht sich über irgendetwas Kopfzerbrechen. Man ist anderer Meinung oder gegensätzlicher Meinung. Man hat Zweifel an irgendetwas. Ja, man sollte sich, hat auch was mit Beratung oder sich praktisch Rat und Hilfe holen. Also alles, was mit Kommunikation allgemein zu tun hat. Können auch Gegensätze sein. Ja, und da unten haben wir praktisch Klärung von Fremdenergien, Kraftquelle, positives Raumklima, Hebung der Schwingung. Also ich sehe das eigentlich so, wenn da irgendwelche Probleme sind in Familie, Stabilität zu Hause, was das vielleicht angeht, sag ich mal, dann werden da Gespräche auf jeden Fall stattfinden, auch wenn man mal gegensätzlicher Meinung ist, aber das kann auch hiermit zu tun haben. Wir haben aber hier Treue und Freundschaft, also würde ich mir da keine Gedanken machen. Versucht, die innere Kraft, sag ich mal, eure Intuition eben auch mit einfließen zu lassen, dass es euch gut geht, ansonsten macht euch das schön. Wollen wir mal gucken, vielleicht haben wir da nachher noch Ergänzung. Dann haben wir hier noch die 7 Stäbe. Also man hat das Gefühl, man muss sich verteidigen. Dann haben wir hier wieder die Schlange. Aha. Und worauf bezieht sich die? Sich selbstbestimmt, sag ich mal, die Ketten sprengen, sich davon befreien. Ja,
Also man sieht irgendetwas als Bedrohung durch jemand Drittes, durch eine dritte Person. Und dass man, das hat manchmal auch mit Neid und Streit zu tun, Eifersucht vielleicht auch, dass man sich angegriffen fühlt. Ja, dass man sich durchsetzt, dass man zu seiner Meinung stehen soll. Und das hat hier mit giftigen Worten, giftigen Gedanken irgendetwas zu tun. Und da sagt aber der Engel der Freiheit, da sollst du dich von befreien, mutig sein, die Ketten zu sprengen, also da klare Selbstbestimmung und diese Sachen auch loszulassen und dich davon definitiv, entweder von dieser Person oder wenn es, sag ich mal, du dich vor dir selber rechtfertigst, weil du ja vielleicht noch altes Karma mit dir rumschleppst, dass jetzt dann im Februar du angehalten bist, das loszulassen, ne? Selbstbestimmt zu handeln, zu dir selber zu stehen, lass dir da nicht reinreden, du sollst auf deine Intuition hören. Hier nochmal der Aufruf, damit bist du nämlich dann auf dem richtigen Weg. Sehr schön. Was haben wir denn hier noch? Guck mal, hier haben wir den Stern. Wunderbar. Und hier taucht der Klee auf. Wunderbar, meine Lieben. Steinböcke. Dann haben wir den Rückgrat, Bode, Last, aber sich davon befreien. An seine Grenzen stoßen oder ihr seid da überfordert. Und das hat etwas mit der Vergangenheit zu tun. Aber ich sehe das so, dadurch, dass wir hier den Erfolg und das Glück haben, was hier der Elch auch so sagt. Und hier auch nochmal den Klee, der sich hier drauf nochmal spiegelt. Diesen Rucksack, diese Bürde, den ihr eben habt, diese Überforderung mit einer ganz bestimmten Situation, sag ich mal, hinter euch zu lassen. Es hat irgendetwas, das Grammophon ist immer da, das spricht von der Vergangenheit. Ne? Jemanden aus der Vergangenheit kehrt zurück. Und das belastet euch aber, das wollt ihr nicht. Und da werdet ihr aber Glück haben, eben auch hier Zuversicht, neue Hoffnung zu schöpfen, da das Alte hinter euch zu lassen. Das ist die Antwort darauf. So, dann haben wir hier noch das Ass der Münzen. Steht natürlich auch, die Münzen allgemein stehen immer, was hat immer auch was mit dem Finanziellen, Beruflichen zu tun, ne? Chance eben auf gutes Ergebnis und auch den Erfolg zu nutzen. Das ist das Haus, das ist das Privatleben, das Zuhause. Da, wo man sich sicher fühlt. Ist sehr wichtig, dass ihr da bleiben könnt. Vielleicht gab es da auch irgendwie Probleme, kommt mir jetzt so rein. Hier kommt eine schnelle Nachricht rein. Aktivität definitiv, auf jeden Fall Bewegung. Irgendetwas in eurem Privatleben, in eurem Zuhause, vielleicht habt ihr da auf Geld gewartet oder irgendwie so, das wird jetzt reinkommen. Hier haben wir noch die Spiritualität, Wahrsagen, Vorahnung, ne? Das kann auch mit eurer Intuition was zu tun haben, Karten legen, das ist ja im Grunde genommen das, was ich jetzt hier mache. Wenn ihr dann nochmal spezielle Probleme haben wollt oder doch nochmal was Genaueres wissen wollt, könnt ihr das natürlich in Anspruch nehmen, indem ihr mich einfach anschreibt oder überall meine Webseite auch eine Legung bucht. Müsst ihr aber natürlich nicht. Auf jeden Fall, Spiritualität sagt auch von mir, hört auf eure Gefühle, hört auf eure Intuition. Da wird eine Nachricht reinkommen und da werdet ihr Glück haben. Auch eventuell sogar in finanzieller, vielleicht habt ihr da auch auf Geld oder irgendetwas gewartet und das wird dann im Februar jetzt reinkommen. Darauf habt ihr auf jeden Fall gewartet. Dann haben wir hier noch Königin der Stäbe, den Blumenstrauß, wunderbar, der Turm des Aufstiegs und die feurige Frau. Also die Königin der Stäbe. Die ist unternehmungslustig, die ist mutig, die ist motiviert, optimistisch und großzügig. Und da haben wir wieder das Selbstbewusstsein. Und ich glaube, das seid ihr. Also, temperamentvoll. Dann kann vom Blumenstrauß noch, ich werde mich jetzt mal einen Moment hinsetzen, weil ich stehe die ganze Zeit. Ups, wo sitze ich denn hier drauf? So, die Blumen. Die Blumen sind natürlich auf der einen Seite erstmal etwas sehr Positives, spricht davon, dass ihr eine
Bestätigung erhaltet, auf jeden Fall eine Verbesserung, ein schönes Erlebnis habt, ein Angebot bekommt, euch Sympathie gegenübergebracht wird, Glück habt einfach. Blumenstrauß steht auch immer für ein Date oder für eine Verabredung. Ne? Vielleicht bahnt sich da ja irgendetwas an. Auf jeden Fall freundlich, ist eine sehr, sehr positive Karte, spricht auch von Zufriedenheit. Als Bestätigung habe ich hier nochmal den Turm des Aufstiegs, eine Erfolgswelle. Also ihr werdet definitiv, was hier das auch schon sagt, ihr bekommt sonst eben auch Hilfe und Unterstützung dabei, wenn sich hier irgendwelche Probleme auftun. Da wird sich im Februar für einige von euch, sag ich mal, auf jeden Fall einiges klären. Vor allen Dingen eventuell auch für diejenigen, die hier auf irgendwelche finanziellen Hilfen oder auf Geld warten oder zu Hause irgendwas gemacht werden muss, was euer Zuhause und Privatleben betrifft, kann auch gut sein. Das wird auch relativ zügig gehen. Also da kommt recht schnell jetzt dann eine Nachricht auch rein im Februar. Lukrative Geschäfte hier, ne? Also auf jeden Fall sehr positiv, meine Lieben. Also wunderbar. Dann haben wir hier noch die feurige Frau, die spricht auch wieder von Leidenschaft und Temperament. Das würde hier zur Königin der Stäbe sehr gut passen für Optimismus, für Stärke und für Unternehmungslust. Dass ihr auch in eure alte Form so ein bisschen zurückfindet, das sagt mir das eigentlich, ne? Ja, also meine lieben Steinböcke, das freut mich natürlich ungemein. Jetzt gucke ich noch mal eben, ob wir astrologische Tendenzen da noch irgendetwas Wichtiges haben jetzt für den Februar. Was haben wir denn da irgendwie noch was? Also, wir hatten hier ein kleines Highlight jetzt bis 1. Februar, dass da in Liebesdingen einiges sprühen kann, sag ich mal. Das hatte ich aber jetzt im Januar schon nachgeguckt, sonst guckt da gerne nochmal rein. Dann haben wir hier vom Highlight noch vom 24. Februar bis zum 21. März, also es hält ein bisschen länger an. Zärtliche Phase mit viel Liebesgeflüster, Fantasie und romantische Gedanken. Falls ihr jemandem schon immer eure Liebe und Zuneigung gestehen wolltet, ist nun die richtige Zeit dafür. Auch alltägliche Situationen können euch ganz zauberhaft erscheinen und ihr entdeckt Menschen aus eurem Umfeld in einem neuen, liebevollen Licht. Ja, ich meine, das ist doch wunderbar, meine Lieben. So, was haben wir denn noch in Karriere und Finanzen? Vielleicht noch irgendetwas Erwähnenswertes? Also, wir haben, ja, ein Highlight haben wir auch da. Siehst du, habe ich ja gesagt. Vom 15. bis 9. Ach nee, das war hier. Highlight. 22. Februar bis zum 4. März. Starke Phase und mit großer Überzeugungskraft. Ihr könnt jetzt viel bewirken und bewegen. Sehr gut, um mit einflussreichen Verbündeten neue Projekte anzuschieben. Auch finanziell vielversprechende Tage, um lukrative Vereinbarungen zu schließen. Ich sag ja, da kommt irgendwie Geld nächste Woche. Also nächsten Monat. Da geht auf jeden Fall etwas vorwärts und so Blockaden und Schwierigkeiten und so weiter, die werden sich hier auflösen, habe ich das Gefühl. Und ansonsten führt die Gespräche, steht zu euch selber, schaut in eure Intuition rein, auch wenn ihr euch hier mal verteidigen müsst, ne, dann verteidigt das mit Kettensprengen und Selbstbestimmung. Steht zu euch selber, boing, klipp und klar. So, gesundheitlich... Also, nö, bis zum 4. März eigentlich, der Jahresbeginn gibt euch einen tollen Energieschub und es juckt euch vielleicht in den Fingern, wie nie zuvor, etwas Neues zu beginnen. Vitamin D ist jetzt nötig, deswegen sucht das Tageslicht. Wandern und Kraxeln sind toll, wenn ihr im Winterurlaub seid, was natürlich momentan nicht geht. Da könnt ihr auch viel Sauerstoff tanken, besonders gegen Ende dieser Phase seid ihr sehr stark und widerstandsfähig. Ja, meine Lieben, dann geht's euch doch da gut. Ja. Und wenn euch irgendwas zwickt oder zwackt, dafür kann die Schlange auch stehen, wie gesagt, für berufliche Sachen, dann geht ihr das auch an. Und da steht ihr auch zu. Aber meine lieben Steinböcke, also um euch mache ich mir überhaupt keine Gedanken, das sieht alles super toll aus. Sollte das natürlich jetzt absolut nicht auf euch zutreffen, schaut bitte nochmal oder auch als Ergänzung in euren Aszendenten noch mit rein. Und dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei euch und wünsche euch einen fantastischen Februar. Bis dann, meine Lieben. Ciao.